Ah ja. Ups, da bleiben. Ja, willkommen am Limit. Mein Name ist Alexander Schumann und heute ist Dienstag, der 9.6.2020. Und ich habe heute mein Paket bekommen mit der Spinnenbestellung. Und ich habe es Mittag schon ausgepackt, weil ich in der Mittagspause kurz zu Hause war. Und ja, ich habe meine Riesenvogelspinne bekommen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie ich die quasi umsetze. Und beginnen wir gleich mit der Theraphosa Stirmi. Und ich habe schon ein kleines Gefäß vorbereitet. Und die Spinne ist hier drin, das gute Tier. Ich habe es nur mal aufgemacht und habe es quasi zur Sicherheit da reingetan. Und dann schauen wir mal mit der anderen Kamera. Ja, das ist das Terrarium und da ist die Spinne drin. So, jetzt müsst bloß die Kamera scharf stellen. Sieht man zwar auch nicht viel mehr, aber egal. So, dann tun wir mal das Papier da raus. Also von der Verpackung her bin ich jetzt nicht so begeistert, dass man die so einrollt, oder? Aber das habe ich schon oft gesehen. Das scheint doch sinnvoll zu sein, das so zu machen, aber mir persönlich gefällt es das nicht so. Okay. So. Ah ja. Ups, da bleiben. Nein. Oh. Also das ist das gute Tier. Eine Theraphosa Stirmi. Und das werden die größten Vogelspinnen, die es gibt. 12 cm Körperlänge sind das, ja, vielleicht 2 cm und 12 wäre ungefähr bis hier, also die wachsen schon ein bisschen. So, weil sie jetzt gerade so günstig da sitzt, machen wir mal, filmen wir es ein bisschen und man sieht, es ist noch ein Spiderling, also noch ein Baby quasi, aber egal. Gut, schauen wir mal, ob wir ihn reinbekommen. Okay. Jawohl. So, dann würde ich sagen, lass mal in Ruhe den Kleinen. Oder die Kleine, je nachdem, was es wird. Oder was es ist. Genau. Dann kann sich die Spinne eine schöne Höhle graben und ja, Deckel drauf, Luftlöcher sind an der Seite und dann war das Spinne Nummer 1, aber ich habe ja 3 bestellt. So, die nächste ist eine alte bekannte Spezies, eine Brachypelma harmori, eine Rotknievogelspinne. Früher Brachypelma smithii und da habe ich ja schon insgesamt 3 von denen. Ich muss mal die Kamera umstellen. Also Brachypelma harmori, früher Brachypelma smithii, wobei das der noch nicht der korrekte Name war, Brachypelma smithii für diese Spinne, aber das ist ein anderes Thema. Genau. So, da habe ich auch ein Gefäß vorbereitet und da tun wir auch eine kleine Höhle andeuten. Genau. Und dann buxieren wir es da hinein. Jetzt einmal da heraus. Und zwar, das ist ein Pinsel, also ganz weich. Und jetzt machen wir es so. Genau. Ja, dann hätte man den kleinen Kameraden auch umgetopft. So, eine Wasserschale und natürlich auch Wasser.
Ja, dann werde ich auch versorgt. So, und auch da tun wir jetzt ein... So. Gut, dann hätten wir das auch. Und zu guter Letzt die Caribbean Versicolor. Die sitzt da oben. Und die war auch in so einer, so einem Röhrchen drinnen. Und sie hat sich schon ein Nest gebaut. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Die hat da schon ziemlich, also das waren jetzt vielleicht 6-7 Stunden, hat sich die da schon Mods ein Zuhause gebaut. Ja, deswegen den oberen Teil, den lasse ich in Ruhe. So, unten ein bisschen Substrat rein, dann ein bisschen Shogunmoos wegen der Luftfeuchtigkeit. Das ist also ein Moos, ein getrocknetes Moos, und das machen wir jetzt nass. Das sorgt halt für die Luftfeuchtigkeit. Und dann schauen wir mal ein paar Stöckchen rein. So, also da oben sitzt die Spinne. Gut. So, dann sind die drei Spinnlein versorgt. Wir waren jetzt seit einem Tag bei der Post, mit der Post unterwegs. Und so wie es ausschaut, haben es alle gut überstanden. Also hier nochmal die Hamori. Die hat sich jetzt schon versteckt. Man sieht es ganz leicht. Ja. Und die Stirmi, ja, halt andersrum, das ist die Hamori. Jetzt, und das ist die Stirmi, die hat sich versteckt, die lassen wir jetzt in Ruhe. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Und dann sehen wir uns demnächst.